Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face mit den dekorativen Kosmetikprodukten aus den Beautyboxen vom Monat April für euch. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir bekommen in den Beautyboxen nicht nur Pflege, sondern auch dekorative Kosmetik. Und ich habe mir irgendwie überlegt, dass es dieses Jahr ganz cool wäre und vielleicht führe ich das nächstes Jahr auch so weiter. Mal gucken, weil es mir so viel Spaß macht, dass ich einfach direkt die ganzen Produkte sammle und dann in einem Fullface zusammentrage und dann mit euch zusammen teste. Ich habe das erste schon auf meinen Nägeln drauf und zwar war in der Look Fantastic Beauty Box ein Nagellack drin. Den habe ich jetzt ein bisschen aufgepeppt, weil normalerweise habe ich auf meinen Nägeln ja jeden Nagel in einer anderen Farbe. Und das habe ich mit Nagelstickern von Essence gemacht, die es aktuell zu kaufen gibt. Die sehen scharf aus, ne? Ist aber ein bisschen komplizierter, die aufzutragen, zumal die sich auch so ein bisschen ablösen. Das ist ein bisschen nervig. Schreibt mir gerne, wie ihr sowas löst. Ich mache das tatsächlich so, dass ich mir einen Unterlack drunter gebe. Dann mache ich die Farbe in meist zwei Schichten. Das hier sind jetzt auch zwei Schichten drauf. Dann mache ich die Nagelsticker drauf, wenn ich Nagelsticker verwende. Und dann mache ich den Überlack drüber. Genau, und das hier ist dieser hier. Be Your Incredible Self with Nails Ink London in der Farbe Mayfair Lane. Das ist, jetzt auf meinen Nägeln so. Die erste Schicht war ganz furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch das Pinselchen furchtbar, weswegen ich trotz des tollen Endergebnisses diesen Nagellack nicht behalten werde. Ich finde, dass das Bürstchen hier drin mir zu grob ist. Also die Pinselhärchen sind auch irgendwie total doof. Denn wenn man das aufträgt, dann ist das so streifig und keine Ahnung, geht in alle Richtungen, lässt sich nicht so schön kontrollieren. Ja, mein Freund ist gerade oben am Renovieren. Man hört es, ne? Er bohrt Löcher. Wir kriegen das hin. Naja, auf jeden Fall finde ich die Farbe an sich sehr schön, weil das halt so ein schönes Frühlingsrosa ist. Aber ich habe andere Nagellacke in Frühlingsrosa, die auch sehr schön sind. Deswegen, ja, wird der halt mich verlassen, wird nicht bei mir bleiben, weil er einfach nicht den Zweck erfüllt hat, den er gerne erfüllen hätte können. So, jetzt machen wir aber mit allem weiter, was ich in mein Gesicht reinpacke. Und da gucke ich mal, wo ich diesen wundervollen Primer von Fix & Rouge her habe. Das hier ist nämlich die Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream Blush Pink. Und die war in der Goodiebox mit drin. Das habe ich mir nämlich immer schön hier auf mein Zettelchen geschrieben, woher ich die ganzen Produkte habe. Und das werden wir jetzt als Primer verwenden. Ein Traum, ich habe mir eben jetzt die Nägel lackiert und jetzt muss ich diese, ich hätte vorher die ganzen Verpackungen aufmachen sollen und da werden wir noch unseren Spaß mit haben. Okay, ja, das Blush Pink, ne? Mal gucken. Das Blush Pink, Claudinchen. Ich weiß nicht, was mein Freund da oben macht. Er hat gesagt, er macht eigentlich nur die Jalousienbänder. Aber es hört sich an, als würde er gerade so ein paar Bänder aufbrechen. Keine Ahnung. So, oh ja, der kommt in einem schönen Rosatönchen passend zu meiner Nagellackfarbe raus. Ist halt in der Tube, also wie so eine Creme. Mich riecht nur mein Nagellack, also riecht soweit erstmal nach nix. Und er fühlt sich auch auf der Haut an wie eine Creme, also da, weiß ich nicht, Primer. Passt schon. Ja, und auch auf der Haut fühlt es sich an wie ein ganz normales Cremeprodukt. Mattiert jetzt nicht unbedingt, ne? Oh, bitte entschuldigt diese Geräusche im Hintergrund. Naja, aber es ist was im Gange, Leute. Ne? Wir haben endlich oben auch einen Maler, der dann die Tage kommen wird, um da die Tapeten an die Wände zu machen, weil ich persönlich wäre damit sicherlich eine Woche beschäftigt. Und durch die ganze Corona-Situation habe ich halt nicht die Möglichkeit, mit meinen Freunden das zusammen zu machen oder mit meiner Familie, wie wir das ja hier in der Wohnung oder im Haus schon gemacht haben. Und da haben wir uns halt dazu entschieden, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und da jemandem halt den Auftrag zu geben, das oben zu machen. Das ist ein bisschen schwierig in der aktuellen Zeit, weil du nicht so wirklich an Handwerker rankommst. Ja, aber der Primer gefällt mir jetzt erstmal. Hat jetzt nicht gekrümelt, ne? Fühlt sich angenehm an, wie eine normale pflegende Gesichtscreme. Läuft. Jetzt habe ich etwas Spektakuläres vor, weil ich habe mehrere Highlighter tatsächlich auch in den Boxen drin gehabt. Einen möchte ich ein bisschen zweckentfremden. Und zwar ist es hier von Ilikia Beauty Illuminator Natural Vegan und Eco-Friendly. Das ist dieses Produkt hier. Und der sieht krass aus, wenn man sich so einen Tropfen auf die Hand gibt. Aber wenn man das halt so großflächig verteilt, gibt der halt einfach einen Glow. Und der kommt von der Glossy Box. Ja, der war in der Glossy Box. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal komplett über diesen Primer drüber, einfach um ein bisschen Glow ins Gesicht zu bekommen.
Full-Face-Highlighter quasi. Ist eigentlich auch ein Blush-Lighter. Wir gucken mal. Also der kommt halt wirklich, ne, mit so einer Pipette raus, ist extrem flüssig und ja, ne, es sieht schon heftig aus. Ich probiere es erstmal an der Wange aus. So ein Tröpfchen, weil das ist schon krass, ne? In der Farbe möchte ich nicht mein komplettes Gesicht haben. Aber wenn man den halt so verteilt, da gibt es schon eine rötliche Färbung ab, ne? Aber Glow. Ne, das geht, das geht. Das machen wir ins ganze Gesicht. Haben wir ein bisschen Peachy-Gedönsen mit dabei. Ist okay. Sieht aus, als würde ich mich gerade ein bisschen schämen. Oder als hätte ich ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen. Aber wir haben ja nachher noch... Na, ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Wir machen es jetzt einfach weiter. Wir haben ja nachher noch eine Foundation und sowas alles. Nee, Leute, macht euch das nicht ins ganze Gesicht. Nee. Mm-mm. Das sieht merkwürdig aus, ne? Ich denke, das kriegen wir schon noch ausgeglichen. Ja. Demnächst eher so als Drops für Blush Light. Ebenfalls in der Glossy Box hatten wir dieses Sachet drin, Sante Natur Kosmetik in der Farbe 03 Soft Care Foundation. Und ja, 03 ist natürlich nicht so meins, ne? Ja, aber ich mache mir das erstmal auf meine Mischplatte und dann gucken wir uns wenigstens mal die Farbe an. Okay, es könnte was werden mit uns beiden. Ich habe jetzt hier das ganze Sachet hier drauf gemacht, die ist sehr, sehr flüssig. Okay, gucken wir mal. Mal schauen. Ich verwende übrigens auch nur Pinsel, die ich so mal in Boxen drin hatte. Das ist jetzt einer von Fräulein B. Die Nummer hat keine Nummer. Einfach so ein Blushpinsel eigentlich. Riecht nach Naturkosmetik. Und ich glaube, wenn ich wenig verwende, dann könnte es klar gehen. Ja, aber es ist schon dunkel, ne? Also für mich jetzt nicht so passend. Ich blende das jetzt auch so den Hals ein bisschen runter. Und werde das jetzt auch noch ein bisschen mit dem Schwämmchen einarbeiten. Auch der war, ich glaube sogar, wann war das denn? Das war glaube ich, in der Look Fantastic Box mit drin. Ich glaube sogar im Januar. Und damit arbeite ich das jetzt ein. Sammy, gibt Herrchen uns Klopfzeichen. Wenn du kurz ein, zwei Minuten warten kannst, weil ich muss eben was zeigen, was ich, dass hier gerade was am Abkacken ist. Kann sein, dass es am Primer liegt, ne? Oder an dem Glow-Gedönsen, was ich drunter habe. Aber dann löst sich was ab. Muss ich mal ganz nah kommen. Seht ihr das? Hier? Da so? Da lösen sich Sachen. Wollte hier nämlich gerade so blenden. Da hat sich die Foundation überlegt, nö. Ich trage mich jetzt mal offiziell ab. Das fand ich irgendwie blöd, ne? Das heißt, hier kommt wieder meine Haut durch. Ich meine, es ist nicht, ja... So muss das ja eigentlich nicht laufen, ne? Das muss ich nochmal ein bisschen anders ausprobieren, aber ich glänze wie sonst was, ne? Also diese Glow Drops, die rasten gerade voll auf meinem Gesicht aus, wenn ich das mal so sagen darf, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Foundation ist nicht so geil, aber ich muss nochmal gucken, aber bin da jetzt nicht so ultramäßig von begeistert, muss ich gestehen, wie das jetzt so aussieht. Ja, aber diese Glow Drops unten drunter ist, glaube ich, wirklich gar nicht mal so verkehrt. Wenn man eine richtig matte Foundation hat oder so, ne, dann könnte es auf jeden Fall Freude ergeben. Aber die Foundation lässt sich auch irgendwie nicht so super geil einblenden. Ich versuche es nämlich auch hier gerade so ein bisschen am Hals, ne, dass es irgendwie recht ebenmäßig wird. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht so wirklich. Ja, und wenn ich halt mit der Hand drüber gehe, dann geht sie ungefähr weg, ne? Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Kiste. Wenn sie sitzt, sitzt sie gut. Ne? Also die setzt sich nicht an trockenen Stellen ab. Aber das könnte daran liegen, dass sie sich halt auch recht schnell abträgt. Das ist jetzt auch weg. Ne? Also wenn ich da mit dem Schwämmchen rübergehe, um das einzublenden, hast du schon verloren. Und zwar die Foundation. Naja, machen wir jetzt erstmal mit dem Concealer weiter. Ebenfalls in der Glossy Box hatten wir einen Concealer drin von Cup. Ja, Cup. K-A-B. Manche hatten Glück und hatten die Farbe 1. Manche haben die Farbe 2 bekommen und das hat nicht unbedingt ihrem Hautton entsprochen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich persönlich finde es schöner, wenn man wie zum Beispiel bei der Blissim Box vorab oder bei der Vegan Beauty Basket eine E-Mail bekommt, wo man sich die Farbe auswählen kann. Ja, wie gesagt, es gab die Farbe 1 und die Farbe 2. Ich habe hier die Farbe 1. Kommt mit einem kleinen Füßchenschwämmchen-Applikator.
Und den trage ich mir mal auf. Okay. Dann habe ich hier einen Pinsel, der ist von Nire, müsste mal in der Glossybox gewesen sein. Und dann blende ich mir mal den Concealer vorsichtig ein. Ich weiß ja noch nicht, wie die Deckkraft so ist und so weiter und wie er sich so einblenden lässt. Deswegen mache ich das erstmal vorsichtig hier mit drei Pünktchen und dem Pinsel. Der ist so im ersten Eindruck ganz gut, weil ich habe das schnell, wenn ich halt so Concealer habe, wo ich halt direkt merke, dass sie sich an meine trockenen Stellen oder so legen. Und das macht er nicht. Nee. Deckt auch ein bisschen ab, aber ist ein leichter Concealer. Aber schön Feuchtigkeit spenden, das muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir vom Ergebnis her. Ne? Also doch. Man bekommt zwar immer relativ wenig Produkt auf das Füßchen, was ich aber bei Concealer ehrlich gesagt jetzt nicht so ultra schlimm finde, weil ich das eh immer vorsichtig aufbaue und dann verblende. Und ich glaube, der kann mir jetzt wirklich noch einiges retten hier. Weil du kannst auch nicht jeden Concealer über eine Foundation so drüber machen, um Dinge auszugleichen bzw. Farbtöne auszugleichen. Bei dem hier scheint es aber zu funktionieren, weil er sich nicht so absetzt. Aber er trägt auch, oder die tragen sich alle gegenseitig hier im Kinn ab. Ne? Alle Produkte. Die wollen gerade nicht miteinander harmonieren. Null. Das ist ja ein bisschen unkacke. Ungeil. Das ist kacke, ja. Ich hatte nämlich eigentlich vor, hier so ein bisschen mir eine Konturgeschichte zu basteln. Ich glaube, das wird schwierig. So wollen wir es erstmal lassen, oder? Ja, sieht gut aus. Also den gut in Relation zu. Also den Concealer mag ich. Der gefällt mir wirklich gut. Der macht eine leichte Kaschierung, eine leichte Aufhellung. Ist aber nicht zu farbintensiv. Also ich finde den gut. Ne? Der gefällt mir. Das ist wirklich, den werde ich auch öfters tragen tatsächlich. Wie gesagt, das, was ich unten drunter habe, ist alle ein bisschen merkwürdig gerade. Ich habe noch drei weitere Creme-Produkte, die ich aber alle jetzt so auch verwenden kann. Denke ich mal. Von MCO Beauty habe ich in... Ach nee, den mache ich später. Nee, den mache ich zuallererst. Von MCO Beauty habe ich einen Highlighter in der Goodiebox drin gehabt. Das ist ein Glow-Highlighter. Aber der ist eigentlich eher ein Blush-Lighter. Also den würde ich jetzt nicht als Highlighter bei meinem relativ hellen Hautton so verwenden. Das heißt, den gebe ich mir jetzt... Ich versuche es mal so, weil der relativ fest ist, ne? Den wollte ich nämlich gerne so als Blush, Creme-Blush mir so drunter geben. Heißt wirklich relativ grob. Dort so und dort so. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ist sehr, sehr glowy. Aber ich glaube, dieses Make-up wird heute sowieso recht glowy. Dann nehme ich den Foundation-Pinsel, was eigentlich ein grober, festgebundener Blush-Pinsel ist. Und arbeite das hier so ein. Würde ich so durchgehen lassen. Ne? Ist aber tatsächlich eher ein Highlighter, der mir zu dunkel ist, wenn ich das so sehe. Ja, weil der sehr, sehr glowy ist. Da kommt ja nachher noch hier, ne? Puder drüber und so, das wird dann immer abgeschwächt. Deswegen mache ich Creme Blush immer sehr, sehr intensiv drauf. Genauso wie ich jetzt auch den Creme Highlighter sehr intensiv drauf machen werde. Da habe ich zum einen in der Pinkbox drin gehabt, ein Produkt von Alverde. Das ist der Rose Tinted Highlighter. Den haben wir hier. Ist halt ein sehr flüssiges Produkt und den gebe ich mir, oh Gott, ganz schön viele flüssige Texturen heute hier, ne? Dann nehme ich mir das Pinselchen, mit dem ich den Concealer eben eingearbeitet habe. Verteile das entsprechend, arbeite das auch so ein bisschen in die Haut ein. Bewege mich hier aber wirklich fast ausschließlich auf meinem Schläfenknochen. Ne? Also da bin ich dann immer unterwegs, dann nehme ich das Schwämmchen, gehe dann noch ein bisschen vorsichtig drüber und habe das dann so eingearbeitet. Das sieht schon ziemlich krass aus. Mag ich aber auf jeden Fall leiden. Ich bin aktuell sowieso ein Fan davon, mir unter meinem Puder auch noch flüssige Texturen aufzugeben. Da habe ich aktuell den Milk Blush Stick und den Alverde Pöttchen Highlighter tatsächlich. Und das mag ich. Auf die andere Seite gebe ich mir von My Little Beauty den Smooth Criminal Fade à Paupières en Gelée. Ich weiß gar nicht. Fade à Paupières, ist das nicht eigentlich ein Lidschatten? Muss ich gleich auch nochmal gucken. Aber den wollte ich mir als Highlighter aufgeben. Das ist dieses Produkt aus der My Little Box, weil das sieht halt aus wie ein Gelee-Highlighter in meinen Augen. Vielleicht ein bisschen zu glitzerig dafür. Mal gucken. Den Pinsel von eben habe ich mir etwas sauber gemacht und den nehme ich jetzt direkt und ditche da so ein bisschen rein. Habe Produkt auf meinem Pinsel drauf und gebe mir das ebenfalls hier hin. Der ist eher Champagnerfarben.
Und auch den wieder mit dem Schwämmchen einarbeiten. Okay, der verträgt sich hier jetzt gerade nicht so wirklich mit dem Concealer und der Base. Setzt sich so ein bisschen ab. Das ist nicht so geil, aber die Farbe gefällt mir, ne? Und da es halt eigentlich auch ein flüssiger Lidschatten ist, gebe ich mir den auch einfach direkt mal. Da habe ich ja noch Reste auf dem Pinsel. Auf mein Augenlid. Kann man vielleicht auch so ein bisschen als Glow Base nehmen, wenn man das halt recht verteilt. Also das ist mal richtig nass alles auf meinem Gesicht gerade. Sehr, sehr glowy. Aber durchaus machbar. Also wenn das jetzt auch noch ordentlich antrocknet und mir nicht irgendwo hinrutscht, dann ist es cool. Habe ich mir jetzt einfach mal komplett so auf mein bewegliches und auf mein unbewegliches Lid gegeben. Einfach druff, druff, ne? Recht unspektakulär. Gucken wir mal. So, dann habe ich jetzt schon mal die ganzen flüssigen und cremigen Texturen auf meinem Gesicht. Und es sieht echt nass aus gerade, als hätte ich einen Eimer Wasser ins Gesicht bekommen. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann nehme ich mir hier von Lavera Naturkosmetik, das müsste auch in der Glossy Box drin gewesen sein, das Hydro Sensation Gesichtspflegespray. Sowas kann man super nehmen, um seine ganzen flüssigen und cremigen Texturen miteinander verschmelzen zu lassen. Also hat einen ähnlichen Effekt wie das Max Fix Plus zum Beispiel. Riecht sehr alkoholisch. Mhm. Ein frecher Sprühstoß kommt daraus, also wirklich sehr präsent. Und das tapere ich mir dann auch gerne mal mit meinem Schwämmchen ein. Ja, finde ich jetzt alles. Also aus der Ferne betrachtet finde ich das alles erstmal soweit in Ordnung. Den Duft von dem Spray mag ich aber, um ehrlich zu sein, nicht ganz so gerne. Jetzt habe ich kein Puder in den Boxen drin gehabt, was ja nicht schlimm ist. Da habe ich hier in der My Little Box, glaube ich, mal drin gehabt. Oder in der Blissim Box von KVD. Damals noch Kat Von D. Das Lock It Translucent Setting Powder. Hätte zunächst unter meinen Augen den Concealer mit so einem kleinen Highlighter-Pinsel. Den hatte ich jetzt in keiner Box mit drin. Ne? Das ist jetzt einfach einer von Luvia aus dem Prime Vegan Candy Pinselset. Funktioniert hier tatsächlich auch gerade ein bisschen besser mit dem Schwamm als mit dem Pinsel. Und dann nehme ich mir einen fluffigen Pinsel. Das ist jetzt ein bisschen ulkig, weil mit dem großen Pinsel in das kleine Ding rein läuft. Das ist jetzt von Nire einer. Der war mal in einer Goodie-Box mit dabei. Und damit sette ich jetzt mein komplettes Gesicht. Ich gehe jetzt einfach nochmal mit meinem Schwämmchen drüber, weil ich einfach gerade Lust dazu habe. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade mache. Aber irgendwie hatte ich gerade das Bedürfnis dazu. Und manchmal sollte man sich von seinen ganz normalen Bedürfnissen, die der Körper einem gibt, leiten lassen. Vielleicht bringt es irgendwas. Nö, aber so glänze ich jetzt echt hardcore immer noch vor mich hin. Also die ganzen... Ich habe ja auch richtig viele Glowy-Produkte mir jetzt draufgegeben, ne? Krass, das mache ich ja normalerweise in einem Fullface jetzt nicht unbedingt für mich selbst, aber gut, es ist da, es wollte benutzt werden, es wurde benutzt. So, nee, das Puder gefällt mir, ne? Weil das halt nicht so stark abmattierend ist, das ist echt schön. Okay, auch ein Bronzer hatte ich so jetzt nicht irgendwo mit dabei. Deswegen nehme ich hier von Real Her mal ein. Das ist so ein Ultimate Glow Getter Cheek Trio, hatten wir auch mal irgendwo in einer... Glossy Box, Geburtstagsedition vor ein paar Jahren mit drin. Und da habe ich hier den Ton Incredible. Den werde ich jetzt verwenden. Und da nehme ich auch den Pinsel von gerade. Oh, so sieht das Ganze dann aus, ne? Noch ein bisschen aufgewärmter. Ist okay. Ist ein bisschen viel aufgewärmt heute. Und ein bisschen viel Glow. Ich habe drei Blushes. In der Blissim Box hatte ich den Blumenblush drin. Das ist dieser hier. Hat ein wunderschönes Packaging. Aber leider... ist das hier nicht in diesem Packaging. Hätte ich gerne gehabt, dass da auch Blumis drauf wären. Den hatten wir mal in dunkel in einer anderen Box mit drin. Der schaut so aus, hat halt auch so eine richtige Blume eingeprägt, was ich total schön finde. Der ist ein bisschen heller, hat ja eine Farbe. Peach Blossom. Ja, ein bisschen heller vor allem, ne? Passt jetzt eigentlich eher weniger zum Look, weil der deutlich zu hell sein wird, tatsächlich. Aber schön, sehr pudrig und so leichte Schimmerpigmente findet man halt auch drin. Dann habe ich von Phase Zero einen Blush, der war in der Pinkbox mit drin. Den habe ich in der Farbe Making Moves, beziehungsweise ich hatte den schon da. Und habe ihn dann nochmal in der Pinkbox drin gehabt. Der ist halt auch so wieder so ein richtiger Glow-Blush, ne? Passt ja zum Glowy Look auf jeden Fall. Und der geht sehr, sehr schön in diesen Peach-Ton, ist auch schön cremig beim Swatchen, fühlt sich super toll an und der könnte jetzt gerade auch wirklich gut passen. Und in der Elektra Beauty Box hatte ich das Sunkissed Rose Quartz Blusher Trio drin, das ist dieses hier. Da sind drei verschiedene Blushes drin, das sind die hier. Also da haben wir von dezent bis intensiv alles dabei. Sind sehr, sehr stark pigmentiert.
Also ich bezweifle, dass dieser ganz dunkle Ton was für mich sein wird. Da ich aber nur zwei Wangen habe, lasse ich jetzt das Los entscheiden. Witzig, dass ich es übrigens so geswatcht habe, wie es fast schon farblich in der richtigen Range wäre und auch in der Intensität, ne? Finde ich ulkig. Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 1. 1, okay. Dann nehme ich einmal den Botanic Beauty, das ist dieser hier. Den setze ich mir, das ist eigentlich der Pinsel, mit dem ich die Foundation aufgetragen habe. Nein, das funktioniert nicht. Dann nehme ich einen von Mireille wieder. Auch den müssten wir mal die 305 in einer Goodiebox drin gehabt haben. Dann setze ich mir den auf die eine Seite, sprich hier so hin. Oh ja, passt. Witzig, dass der jetzt vor allem die Highlighter, die da drunter sind, abmattiert. Aber der Highlight-Effekt ist immer noch da. Also das ist halt schon eine gute Geschichte. Und der ist schön, der passt jetzt schon dazu. Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 1. 1, okay. Dann möchte sie tatsächlich, dass ich den Face Zero auch noch auftrage. Aber hey, guck mal, ich habe trotzdem noch den Glow. Also einen Highlighter noch on top geben, brauche ich nicht. Das ist ja schon genug Eskalation hier. Gut, ja, apropos kein Highlighter mehr aufgeben, ne? Der Face Zero hat ja einen Highlighter mit drin. Ist so ein bisschen wie der Sleek Rose Gold Glow bzw. der NARS Orgasm. Muss ich ein bisschen aufpassen und setze mir den dann auf diese Seite. Ist natürlich jetzt eher wärmer. Passt sogar ein bisschen mehr noch zum Look, finde ich. Ja, aber der, nee, man sieht schon den Schatten, ne? Das ist ein bisschen zu hardcore jetzt unterwegs. Oh Gott, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich sehe krass das Gold. Also das ist nicht etwas, was ich jetzt gerade wunderschön finde, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, nee, da gefällt mir der auf jeden Fall besser. Ja, definitiv. Ja, ja, ja. Ich kann jetzt einmal die Farbe Lush Blush aus der Sunkissed Palette nehmen, um das hier ein bisschen abzuschwächen. Das ist ja die hellste Farbe, ist sehr pudrig. Und dann nehme ich zum einen natürlich den Glow runter, aber zum anderen halt auch so ein bisschen die Goldpigmente vielleicht. Das ist doch etwas harmonischer aussieht. Naja, es sieht immer noch sehr, sehr hardcore aus. Haut mich nicht von der Socken, ne? Also, vielleicht im Sommer, wenn ich richtig doll gebräunt bin. Oder wenn ich es halt sehr subtil auftrage, ne? Mal gucken. Ja, bevor wir zu den Lidschattengeschichten kommen, wo ich ja auch schon den einen aufgetragen habe, der übrigens sich echt gut macht von My Little Beauty. Ich weiß gar nicht, wenn ich den gleich noch intensiver auftrage. Es ist, glaube ich, sogar geil, weil der verzieht sich nicht in der Lidfalte. Seht ihr gleich von Namen. Mache ich mir natürlich noch meine Augenbrauen, denn die rahmen das Gesicht ja ein. Da habe ich einmal von Fenty Beauty den Augenbrauenstift. Den hatte ich in der Blissim-Box mal mit drin. Und dann von Benefit den 24 Hours Brow Setter. Den habe ich schon gefühlte 5 Milliarden Mal in der Glossybox und so drin gehabt. Das kommt jetzt drauf. Läuft doch, oder? Mein Freund hat mir gerade übrigens erzählt, was er oben macht. Und zwar hat er tatsächlich einen Schlitz gestemmt, weil oben haben wir auch so ein Kinderzimmer oder so. Und da möchten wir gerne, dass dort halt auch ein Fernsehanschluss ist. Und da hat er gerade ein Kabel gezogen. Krasser Typ. Genau, in der Glossybox Muttertagsedition hatten wir von Sophia und Mabel das Eyeshadow Quad drin. Das ist dieses hier, The Aphrodite Palette heißt das ganze Ding. Auch hier wieder wunderschönes Packaging. Und dann ist man immer so traurig, wenn man das aufmacht und es sieht nicht so schön von innen aus. Es ist rosa trotzdem schön, ne? Ja, also das gibt jetzt einen sehr, sehr schnellen und simplen Look. Weil es ist halt ein Quad. Ja. Genau. Also ich habe jetzt ja schon diese glowy Base unten drunter. Vielleicht gebe ich mir das noch als Highlight irgendwie noch weiter auf, aber wir gucken einfach mal zusammen. Zuallererst ist es super wichtig, dass ihr euch die ganze Geschichte mal von nahem anguckt. Sehr, sehr glowy, was ich ja liebe, ne? Ich liebe es wirklich. Und ich glaube, die Foundation von Sante gucke ich mir tatsächlich auch nochmal in meiner Farbe an, weil die in meinen Augen die richtige Deckkraft hat, die ist schön, ich mag die gerne leiden und ich glaube, dass die einfach nur nicht mit den Drops zusammenarbeiten wollte und auch nicht mit dem Primer darunter vielleicht, aber ansonsten ist mein Hautbild extrem schön. Ja, ja, ich nehme jetzt einen Spiegel damit rein in die Palette, weil ich sonst nicht arbeiten kann hier. Dann nehme ich hier auch von Fräulein B. einfach so einen Blendepinsel, den hatten wir, glaube ich, mal in der Pinkbox drin oder so. Dann gehe ich in den hellen Mattenton in der Palette.
gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten und das gebe ich mir direkt über die Lidschattenbase drüber und wirklich auch auf mein komplettes Lid, also bis zur Augenbraue hoch. Jetzt wird's crazy, denn ich habe da einen einzigen ganz, ganz dunklen Ton. Der ist ja fast schon schwarzbraun hier unten, ne? Und den nehme ich mir mit einem Pinsel auf von Brushworks. Das ist so ein doppelendiger Pinsel. Den hatten wir, ich glaube, in der Look Fantastic Box drin. Vor einem Monat oder so. Nehme ich hier das Produkt auf. Setze mir das wie so ein Eyeliner. Also quasi bis zur Mitte des Auges. Wobei, nö, ich kann das auch ein bisschen weiterziehen, wenn ich das vorsichtig mache, ne? Kommt hier nachher eh noch was drüber. So als Wimpernkranzverdichtung hin. Das ist schon mal eine ganz nice Kiste. Und dann lade ich den Pinsel wieder auf. Und dann stempel ich mir das hier so hin. Weil ich hier ja die Weiterführung von meinem unteren Wimpernkranz habe. Ich muss mir mal kurz ein bisschen Platz machen, damit ich euch hier das ein bisschen besser zeigen kann. Was ist das denn hier? Alles hier voll mit irgendwelchen Pinseln und Tüchern und so. So funktioniert das hier nicht mit dem Schminki-Klaudinchen. So, dann verbinde ich mir das. Also die Pigmentierung macht schon mal einen guten Eindruck, ne? Sehen wir alle. Mein Freund eskaliert oben also noch weiter. Kann er machen. Wenn man überlegt, dass er eigentlich auf der anderen Seite des Hauses eine Etage höher ist, ist das schon krass. Also theoretisch kann man sich das wirklich so als Eyeliner ziehen. Aber so habe ich gar keine Verdunklung in der Lidfalte. Das kann ich vielleicht durch den Bronzer gleich noch rausholen, weil so gefällt mir das. Ich kann ja mal gucken, ich nehme jetzt so einen Point Brush, auch von Fräulein B, und blende so ein bisschen die Kanten aus. Geht das? Ich glaube nicht, ne? Doch, ein bisschen funktioniert das schon. Ne, irgendwie nicht, ne? Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Egal, jetzt kommen die Schimmertöne dran, beziehungsweise nee, am unteren Wimperkranz mache ich mir auch noch ein bisschen was davon auf. Da kann ich den Point Brush auch wieder nehmen. Dann gebe ich da auch was hin. Übrigens, der Concealer creased 0, ne? Krass. Bei dem Pinsel, wo ich eben den Concealer aufgetragen habe und den Flüssig-Highlighter ausgeblendet habe, ist noch so eine Seite, mit der kannst du super eine Cut-Crease ziehen oder dir so ein Lidschattengedönsen aufgeben. Und ich habe ja zwei helle Töne hier. Dann nehme ich mir einmal den hellen Ton. Das ist so ein schönes Rosa. Den setze ich mir auf die innere Hälfte und auch hier in den Innenwinkel. Ist ein bisschen kühl. Ne, weil der so hellrosa ist. Und nach außen hin gebe ich mir dann diesen, ja, rosa Ton. Der ist ein ganz kleines bisschen nur dunkler. Den setze ich dann halt quasi so hier so hin auf die äußere Hälfte. Also die Töne sind sehr, sehr, sehr dezent pigmentiert, ne? Also es macht einen Effekt. Das macht auch einen Unterschied. Ich glaube, ich gebe mir jetzt noch ganz, ganz vorsichtig was von dem sehr, sehr dunklen Braun vermischt mit dem hellen Ton in meine Lidfalte. Weil die ist mir einfach noch zu nackelig. Das geht so nicht. Dann mache ich das vorsichtig rein. Ja, das funktioniert auf jeden Fall deutlich besser und macht dann halt auch wieder Dimension ins Auge, ne? Das sieht so flach aus und hier habe ich dann eine Lidfalte gebastelt. Gefällt mir definitiv besser, ne? Ich nehme auch was von dem hellen Blendeton, um an dem unteren Wimpernkranz noch den Ton etwas abzuschwächen, auszusoften, weil das doch sehr präsent ausgesehen hat, finde ich, ne? Deswegen habe ich da jetzt noch ein bisschen was drüber. Auf der anderen Seite ebenfalls. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Schimmerton genommen. Nein, nein, den matten Ton natürlich. So kann es gehen. Ne? Jetzt muss ich noch ein bisschen Mascara auftragen. Dafür habe ich zwei aus vorigen Beautyboxen genommen. Nee, Quatsch. Erstmal fixieren wir das Ganze. Da habe ich von Love das Make-up Fixing Spray. Das ist dieses Schätzelein. Hatte ich damals im Love Adventskalender, deswegen habe ich meins genommen. Das war aber auch drin in der Glossy Box Muttertags Edition. Das ist ein Continuous Spray. Also das ist geil, Leute. Moment, ihr seht das? Ein total liebevoller Sprühnebel. Der legt sich vorsichtig auf dein Gesicht, also sehr, sehr angenehm. Und er settet, er fixiert das Ganze nochmal. Hier ist mein Schwämmchen, da gehe ich dann auch nochmal drüber. Damit legt man dann quasi auch nochmal die feinen Härchen, die sich im Gesicht befinden, so ein bisschen hin.
um das Ganze etwas ebenmäßiger aussehen zu lassen. Und es verbündet sich halt alles ein bisschen besser. Ich glänze so richtig. Also es ist Wahnsinn, dieser Glow, der heute hier auf meinem Gesicht abgeht. Ich lieb's, ne? Zwei Mascaren habe ich in vorigen Beautyboxen drin gehabt. Ich werde aber gleich auch noch künstliche Wimpern auftragen, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Auf diesem Auge werde ich die Ayeko Black Magic Mascara verwenden. Und auf diesem Auge von Melusine Paris die Mascara und Conditioner 3 in 1. Die Bürstchen sind super unterschiedlich. Die Ayeko Black Magic Mascara hat ein bananenförmiges Kunsthaarbürstchen, während die Melusine Paris Mascara ein Gummibürstchen hat, was sehr gerade ist, aber sehr lang. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wir sehen einen krassen Unterschied bei den beiden Mascaren, würde ich sagen, weil die Ayeko doch ein bisschen mehr drauf hat als die von Melusine, oder? Ja, definitiv. Ich mag gerne bei der Melusine-Mascara, dass die Gumminoppen unterschiedlich lang sind. Sprich, auf der einen Seite haben wir die kurzen für die unteren Wimpern und auf der anderen Seite die langen für die oberen Wimpern. Aber die kann mehr. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich wünschte, dass in diesem Glas etwas anderes als nur ein Waterdrop drin wäre, denn vor dem nächsten Schritt habe ich ein bisschen Angst. Denn in der Look Fantastic Beauty Box hatten wir die Wimpern von Eyelure London drin. Und da ist sogar ein Wimpernkleber mit dabei. Ich habe es euch versprochen, dass ich sie jetzt verwenden werde und das werde ich jetzt auch tun. Ich habe ein bisschen Angst davor, denn das letzte Mal, als ich künstliche Wimpern verwendet habe, es ist kläglich gescheitert, ja. Es ist cruelty-free und so und man muss es eigentlich nicht, also hier steht extra drauf, man muss es nicht schneiden, aber hier steht trotzdem drauf, man muss es vorher anpassen und schneiden. Das finde ich ein bisschen witzig. Weil das sind halt Wimpern, die nur so für außen gedacht sind und nicht für innen, also quasi, beziehungsweise für die kompletten Wimpern. Ich weiß nicht, ob das was wird. Light and Wispy. Ah, hier steht rechts und links auch mit bei. Das ist sehr freundlich. Dann fangen wir mit dem rechten Auge an. So, die ist minimal hier natürlich festgeklebt, damit es alles hält und optisch hübsch aussieht. Dann muss es theoretisch erstmal aufgelegt werden, um zu gucken, ob das alles so passt. Ja, das wird schon passen. Ne? Mal gucken. Oh, jetzt habe ich die Wimper weggepustet. Okay, also, man nehme die Wimper, apply adhesive, also Wimpernkleber drauf machen, 30 Sekunden warten und dann die Wimpern auf die Linie drauf machen. Wünscht mir Glück. Ach, ihr dürft näher kommen. Was soll der Falschgeiz? Guckt euch das doch bitte mal von ganzem Namen an, wie ich hier verzweifle. Hilfe. Okay, also, hier ist dieser kleine Glue mit dabei. Ich weiß nicht, ob der gut ist, aber Eyelure. Wimpern, Eyelure, Kleber. Ich würde jetzt vermuten, dass er zusammengehört. Okay, das kommt hier mit so einem Plastikspatel raus. Ich habe damals für Karneval öfters sowas mal gemacht, dass ich mir Wimpern aufgeklebt habe. Aber Leute, da habe ich nicht an Präzision gedacht, ne? Da ging es halt einfach nur fancy auszusehen. Und heute möchte ich schon noch den ganzen Tag damit rumrennen. Heute ist der 1. Mai. Das heißt, Sammy und ich gehen gleich spazieren. Vielleicht kriegen wir meinen Freund auch noch animiert, oben aufzuhören zu renovieren und mit uns zusammen weiter zu gehen. Mal gucken. So, ich habe eine ganz, ganz dünne Schicht Kleber jetzt hier drauf gemacht. Ich weiß nicht, wie viel man da normalerweise drauf macht, ne? Wie gesagt, kein Pro. Da kam jetzt auch nicht so ultra viel von diesem Applikator ab. Ach, ich lege noch ein bisschen nach. Viel hilft viel. Bevor das nachher nicht hält. Ich habe gehört, dass man vor allem vorne und hinten immer ordentlich was drauf machen muss, weil das ansonsten problematisch werden könnte, weil sich das dann abbiegt. Okay, die erste Wimper darf jetzt drauf gebrockelt werden. Wie? Leute, wie? Uah. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu steil gegangen. Weiß ich nicht. Das hängt so runter. Da sollst du hin, das Haut. Hallo? Die Haut. Da ist Haut.
Halt dich fest. Ist jetzt auf der Haut? Geht klar. Oder? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass man auf den ersten Blick sieht, dass ich künstliche Wimpern drauf habe, ne? Das ist jetzt der Unterschied. Gespannt, ob mein Freund das gleich merkt. Ich glaube, er wird es nicht merken. Fühlt sich auch nicht unbedingt künstlich an. Ja, lassen wir das einfach mal so bleiben. Also, ich muss ehrlich sagen, ich sehe jetzt schon, ja, dass ich da so ein bisschen mehr was habe. Aber man sieht jetzt so keinen großen Unterschied zu meinen normalen Wimpern. Also, ne, das ist positiv, das sieht natürlich aus, meiner Meinung nach. Machen wir mal die andere Seite. Jetzt bin ich übermütig geworden. Ja, hier vorne, ich glaube, ich habe die Mascara nicht lange genug trocknen lassen, weil hier hat sich ein zusammenhängendes Beinchen gebildet. Also wenn die andere Seite jetzt auch so funktioniert, kann ich mir das vielleicht wirklich so für besondere Momente ganz gut vorstellen, ne? Dass wenn man halt einfach so den extra Schwung irgendwie mit dabei haben möchte oder so, warum eigentlich nicht? Also das, was ich halt so sehe, ist, wenn ich eine Mascara habe, wie zum Beispiel von L'Oreal, die Air Volume oder so, dann brauche ich diesen extra Gedönsen nicht mit künstlichen Wimpern und so, weil das gibt mir die Mascara an sich einfach schon. Ne, da brauche ich nicht nochmal extra was mit dabei haben. Aber du, jetzt habe ich es da. Ich werde es verwenden. It's nice to have. Irgendwas macht die Geräusche, bin ich das? Und beschwere ich mich jetzt nicht so weit, ne? Jetzt muss die andere Wimper natürlich jetzt hier noch ein bisschen trocknen, bevor ich sie dran machen kann. Aber ist nicht so schlimm, wie ich anfangs gedacht habe. Also sowohl vom Tragegefühl jetzt her, als auch vom Dranmachen. Bin nur gespannt, ob die wirklich hält, wenn ich nachher auch mit Sammy spazieren gehe und so, ne? Der ist ja auch windig. Jo, geht klar. Also das ist definitiv mal ein Look. Kann man mal machen. Wie gesagt, so zu besonderen Anlässen. Ich finde es jetzt, wie gesagt, nicht schwer. Ich finde es auch recht angenehm auf den Wimpern, auf den Augen. Interessantes Tragegefühl gerade und interessanter Look. Also das hat was. Okay, ja, jetzt machen wir mal weiter mit den Lippen. Denn da habe ich auch noch 5 verschiedene Produkte, wo wir mal gucken, wie wir das voneinander kriegen. Ich denke, wir starten einfach mal mit einem Produkt. Nö, wir swatchen die erstmal alle. Und dann lassen wir Alexa entscheiden. Ich mache jetzt nicht alle drauf, da lassen wir sie entscheiden. Oh nein. Ihr solltet diese Tube nicht über Kopf halten, denn dann fließt das Produkt raus, sehe ich gerade. Habe ich nämlich jetzt gerade auf meinem Tisch. Also, ich wollte starten mit dem ersten Produkt und das ist dieses hier von Ilikia Beauty. Da habe ich ja schon den Blushleiter komplett Fullface hier drauf. Und das hier ist ebenfalls aus der Glossybox Muttertagsedition. Man sollte die Tube, wie gesagt, nicht über Kopf halten, weil das Produkt ist super flüssig. Ja, war ein kleiner Fail gerade. Kommt mit so einem kleinen Schwämmchen-Applikator und ist halt so ein wirklich dunkles Weinrot. Sieht so aus, ist sehr flüssig, hat aber auch noch so einen Glanz mit dabei. Als nächstes habe ich von Catrice den Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint in der Farbe 030 Never Let You Down. Das ist dieser hier aus dem neuen Catrice Sortiment. Und der befand sich in der aktuellen Glossybox. Kommt mit so einem kleinen Füßchen daher. Und der wird mir jetzt auch einen richtigen Tint hinterlassen. Das heißt, der zieht auch schön in die Haut ein, hält Ewigkeiten, ist aber wunderschön. Also den finde ich klasse. Habe ich schon öfters getragen, habe nämlich auch noch irgendwas mit Watermelon als Farbe. Dann habe ich von Alverde, ich glaube, der war auch in der Pinkbox mit dabei, Matte Lipstick in der Farbe 16 Pure Peach. Das ist dieses Produkt. Der ist sehr freundlich, weil das ist halt so ein anspitzbares Vieh. Wobei ich nicht weiß, wie man den angespitzt kriegen soll, wenn man ihn aufbraucht. Aber gut, weil du den ohne Lip Liner tragen kannst und das halt so ein schöner, nudiger Farbton ist. So nach dem Motto My Lips But Better finde ich extrem schön. In der My Little Box hatten wir von NYX den Suede Matte Lipstick in der Farbe Copenhagen. Das ist dieser hier. Das ist ein sehr, sehr dunkles Tönchen. Passt für mich persönlich eher in den Herbst. Es ist sehr, sehr dunkel, aber diese Suede Matte Lipsticks von NYX sind schon sehr, sehr geil, ne? Weil die halt echt samtig sind und
satt von der Farbe her. Und last but not least habe ich aus der Elektra Beauty Box den London Girl Long Lasting Lipstick in der Farbe New York Girl. Das ist dieser hier. Auch das ist eine recht dunkle Farbe. Aber nicht matt. Schon intensiv, ne? Jo, auch hier haben wir wieder 5 verschiedene Produkte. Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 2. 2. Ja, guck, dann nehmen wir den Catrice Waterfresh Lip Stay Bla. Sieht jetzt natürlich sehr intensiv aus, ne? Weil es eine sehr leuchtende Farbe ist. Der fühlt sich an wie Wasser, wenn du den so auf die Lippen gibst. Und es kitzelt schon fast, wenn ich mit diesem Füßchen so sanft über die Lippen drüber gehe. Holla, die Waldfee. Also ich mache gerade die Swatches ab. Und Lippenswatches mache ich immer mit einem Feuchttuch ab. Hier am Tisch, damit ich mich nicht einsaue. Und ich habe alle abgekriegt, außer den, den ich jetzt auch gerade auf meinen Lippen trage. Ah. Ja, aber es ist eine tolle Farbe, ne? Das ist mal was anderes. Es ist sehr frisch, sehr frühlingshaft, passt jetzt auch zu meinem Oberteil, passt zum Look. Dementsprechend lasse ich das auch so. Es fühlt sich an, als hätte man nichts auf den Lippen. Der muss jetzt natürlich noch ein bisschen mehr einziehen, aber dann wird er dir auch bombenfest halten. Und das finde ich halt so klasse und krass tatsächlich. Ja, ein bisschen was habe ich noch, denn ich habe 4 verschiedene Parfums in Boxen drin gehabt. Wo ich übrigens sagen muss, finde ich total krass, ne? 4 verschiedene Parfums. Okay, es sind auch Parfumproben mit dabei. Das erste Parfum, was ich hier habe, ist das echt Kölnisch Wasser 4711 Original Eau de Cologne. Die Floral Collection, da habe ich Rose. Das war in der, ich glaube, Barbara Box drin. Ja, das war in der Barbara Box enthalten. Dann habe ich als nächstes von Miro Rock On Eau de Parfum Natural Spray. Das ist dieses Parfum. Das war übrigens in der Pink Box mit dabei. In der Glossy Box Muttertagsedition ist von Birkholz dieses Parfüm mit enthalten gewesen. Das ist das Berlin Heaven, genau. Und in der Blissim Box hatte ich von Mugler das Angel Eau de Parfum als Probe mit dabei. Alexa, nenne eine Zahl zwischen 1 und 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 3. Alles klar, dann gibt es heute das Berlin Heaven Parfum von Birkholz. So eine Luxusprobe, ne? Es hat, glaube ich, einen Wert von 8 Euro, diese paar Milliliter, die hier enthalten sind. Das ist mega krass. Und jo. Ich gebe mir Parfum, ja. Hat viele Orte meines Körpers auf. Das riecht sehr, sehr angenehm und ich finde, dass es sogar zum Look passt. Also, ne, dass ein Duft zum Look passt, ist auch immer nicht selbstverständlich, weil das sehr geil riecht irgendwie. Es hat auch so ein bisschen was von Moschus mit dabei, also dass du halt nicht dieses nur klassisch weiblich-mäßige hast, sondern halt auch so ein bisschen was Unisex-mäßiges. Aber ich finde, dass dieser Look halt auch einfach ein bisschen was anderes ist. Klar, er ist super glowy, aber er ist halt auch ein bisschen extra. Wahrscheinlich fühle ich ihn einfach nur so extra, weil ich weiß, was ich alles in meinem Gesicht trage, inklusive der künstlichen Wimpern. Aber Sammy und ich werden uns gleich mal aufmachen und eine Runde drehen. Ne? Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal mit offenen Haaren, dass wir uns das mal anschauen, wie das dann quasi in normal komplett aussieht. Jetzt ohne Schmuck, ja, sorry, aber so sieht es dann quasi für mich tragbar aus. Definitiv. Also das mag ich gerne leiden. Ich finde, dass die Foundation tatsächlich ein bisschen dunkel für mich ist, aber ne, es ist eine Probe aus einer Box gewesen. Was erwarte ich? Ich finde aber, dass fast alle Produkte, die ich jetzt aufgetragen habe, echt geil sind. Also da muss ich tatsächlich sagen, dieses Mal war auch wieder echt ein Erfolg, was die Beautyboxen-Inhaltsgeschichten angeht. Super viele Highlighter und glowy Geschichten. Schöne Lippenprodukte, aber man merkt schon, wie viele Lippenprodukte immer so in Beautyboxen drin sind. Erstaunlich viele Parfums auch dieses Mal mit dabei gewesen. Ansonsten konnte ich wirklich alles verwenden. Auch die Blushes habe ich ja auch recht gut verwendet. Und auch wenn man den Blush-Effekt jetzt nicht so super intensiv sieht, es ist alles recht harmonisch, ne? Und ich fühle mich tragbar, ausgehbar. Ja, es geht auf jeden Fall klar, ne? Ihr Lieben, das war's hier von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!